Herzlich willkommen zurück beim Nerd Navigator. Heute will ich einen kleinen Punkt ansprechen, der wahrscheinlich jedem Spieler oder Spielleiter schon mal untergekommen ist, wenn er im Internet nach Beantwortung für Regelfragen sucht. Das sind die drei Begriffe RAW, RAI und die Rule of Cool bzw. RAF. Die erkläre ich euch jetzt gleich genauer. Also dranbleiben. Also wenn man Pen und Paper spielt, dann muss einem klar sein, dass die Regeln nie wirklich so sind, dass sie 1:1 ausgespielt werden könnten. Es kommt zum einen immer auf die Gruppe an, mit der man spielt, wie regelbasiert das ganze Spiel abläuft, ob es jemanden gibt, der auf die Regeln pocht, ob es jemanden gibt, der versucht, die Regeln irgendwie auszuloten, auszuweiten. Und oft kann es sein, dass irgendwie Spielmechaniken natürlich, wenn man zu manchen Situationen hinkommt, dass die besonders von den Spielmachern nicht bedacht werden sein konnten und man dann aus eigener Hand entscheiden muss. Das erste, die RAW bzw. die Raw Rules, das ist die, beschreibt das englische Rules as written. Raw sagt sozusagen aus, dass die Rules as written befolgt werden müssen. Das heißt, man lässt keinen Spielraum für Interpretationen, sondern sie werden gelesen, wie es ausgelegt ist von den Spieldesignern, in welchem Kontext es ausgelegt ist, und so wird es dann stark befolgt. Demgegenüber steht das sogenannte RAI-System, das sind die Rules as intended, das heißt die Regeln, so wie sie beabsichtigt worden sind von den Spielmachern, als sie das Spiel geschaffen haben. Es sollte zumindest so sein, dass RAW und RAI ineinandergreifen, perfekt. Und das ohne Probleme ablaufen kann, beziehungsweise man auf die Regeln zurückgreifen kann, ohne dass man irgendwie Schwierigkeiten hätte, eine Situation zu meistern. Es ist aber so, Jeremy Crawford hat das eben gesagt, dass das, was auf einer Seite geschrieben steht, nicht zusammenpasst, speziell für D&D hier oft mit dem, was eigentlich gemeint wurde, als man diese Regel geschrieben hat. Deswegen gibt es ja für Dungeons & Dragons den Sage Advice, da hänge ich euch unten dann auch in die Beschreibung die Seite rein, und dort findet ihr viele Regeldiskussionen oder Fragen zu Regeln und wie Jeremy Crawford oder andere Spieldesigner von Dungeons & Dragons im Speziellen das jetzt beantworten. Zu guter Letzt folgt die ROF oder die Rule of Cool. Das heißt, man hebelt für einen möglichst kleinen Moment im Spiel sämtliche Regeln aus und lässt etwas zu, das eigentlich so nicht funktionieren sollte, um einen möglichst schönen Spielmoment für die Spieler oder für sich selber oder für die ganze Gruppe zu bieten. Meistens soll es die ganze Gruppe sein, dass es ein toller Moment ist. Wie stehe ich speziell als DM oder als Spieler zu diesen drei Regelauslegungen? Also für mich muss immer ein ausgewogenes Gleichgewicht herrschen zwischen diesen drei Möglichkeiten, das zu spielen. Spielt man zum Beispiel streng nach Rules as written, wird das, oder hatte ich, wie ich das erste Mal geleitet habe, habe ich, weil meine Improvisationsfähigkeit noch nicht so ausgereift war, das stelle ich jetzt mal in den Raum, habe ich streng nach RAW gespielt oder versucht immer, das steht aber so und das ist so und wir müssen so spielen, weil da steht's. Und das hat viel an Spielspaß und viel an Spielfluss vor allem geraubt, weil wir oft auch nachgeschlagen haben, nochmal nachgelesen. Und es gab den Spielern einfach nicht die Möglichkeiten, die sie im Rollenspiel hätten haben sollen an meinem Tisch, was ich jetzt im Nachhinein natürlich sehr bedauere, aber ich bin auch gewachsen in den Jahren, die ich jetzt Pen and Paper spiele. Und sozusagen gibt es aber jetzt noch oft Diskussionen, eben mit dem zweiten Punkt, mit dem Rules as intended, weil da ja natürlich die Spieler und ich oder halt mehrere Personen das immer unterschiedlich auslegen und da muss man halt auf einen grünen Zweig kommen, wie das die Gruppe generell lösen will. Da handle ich so bei den Rules as intended, dass eine Entscheidung getroffen wird für die jeweilige Session und dann nimmt man das mit fürs nächste Mal, schreibt sich auf, jeder welche Gedanken er dazu hat, und dann diskutiert man das kurz vor der nächsten Session oder über die WhatsApp-Gruppe oder den E-Mail-Provider, den man hat. Bei den Rules as intended ist wichtig das, was ich vorher angesprochen habe, das Sage Advice und das Sage Advice Compendium, weil da fragen die Leute viel auch nach und da gibt es einen zusammengestellten Fragenkatalog, einen vorgefertigten zu den Rassen, Klassen, Feats und Zaubern und sonstigen. Und da wird vieles klargestellt, was in der ersten Auflage von Player's Handbook nicht so klar war. Das Player's Handbook ist ja in einer überarbeiteten Aufgabe nochmal erschienen, wo dann viele doppeldeutige Formulierungen hinausgenommen worden sind.
Um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel beim Druiden, bei dem Rules as Intended oder Rules as Cool, da gehen ja auch im Internet die Meinungen auseinander, wenn ein Druide in seiner Animal Shape bzw. seiner Tierform ist. Dann kommt jemand her und macht Finger of Death, wo er dann zu Staub zerfällt. Und da ist die Frage, ist dann der Druide auch tot oder nur der Bär und der Druide ist wieder da? Bei dieser Beantwortung dieser Frage, wie er zerfällt, wie er wiederkommt, geht das wirklich weit auseinander, auch bei den Designern von Dungeons & Dragons auf Sage Advice. Und da sieht man eigentlich dieses Problem, dass D&D erst zu einem Spiel gemacht wird an der jeweiligen Gruppe, an dem jeweiligen Tisch, an dem jeweiligen Discord-Server, an dem Twitch-Server oder wo auch immer ihr spielt. Dass dort erst die Regeln sozusagen gefestigt werden und für die Gruppe, in der ihr spielt, dann zu greifen beginnen. Ich habe das auch schon erlebt in mehreren Gruppen, wo ich spiele, werden die Regeln komplett anders ausgelegt. Das ist für mich auch okay, weil es immer zur jeweiligen Gruppe gut passt, gerade wie sie spielt, wie die Charaktere sind. Und man darf da wirklich sich nicht so versteifen auf die Möglichkeiten, die Rules as Interpreted oder Rules as Intended und Rules as Written vorgeben. Die dritte Möglichkeit, die Rule of Cool, ist meines Erachtens, ja, sie gehört einfach dazu zum Pen and Paper. Die Rule of Cool ist für mich die Regel, die am meisten Rollenspiel technisch wirklich reinbringen kann, weil es auch die Spieler anhält, kreative Lösungen zu finden. Beziehungsweise ich mache es so, dass ich für die Rule of Cool meistens möglichst kreative Lösungen honoriere oder extrem coole Einfälle, die dann mit der Rule of Cool gelöst werden, weil es für mich einfach eine Belohnung geben muss, auch für die Spieler, wenn sie mit einem super coolen Idee kommen, wie sie jetzt aus einer Situation rauskommen, wie sie den Kampf angehen oder sonstiges. Auch könnte man sagen, ich habe eine eigene Rule of Cool bei mir am Tisch eingeführt, nämlich habe ich mir war das zu langweilig, dass ein 20-seitiger ein Crit verdoppelt wird. Ich habe mir eine eigene Crit-Liste gemacht, wo die Spieler, nachdem sie einen 20-seitigen gewürfelt haben, oder 19, 18, je nachdem, wenn sie ein Fighter-Archetyp sind, wo sie dann, oder mit der sie nochmal würfeln dürfen. Und je nachdem, was sie haben, passieren dann spezielle Sachen. Da können zum Beispiel Arme abgeschlagen werden. Also es ist am Massive Damage angelehnt eigentlich. Es können Arme abgeschlagen werden, die Gegner können zum Beispiel das Augenlicht verlieren. Wenn man nochmal einen 20er würfelt, ist es ein Instant Kill. Man kann dem Gegner, weil man ihm zum Beispiel in die Lunge reinsticht, die Möglichkeit nehmen zu atmen. Man kann dadurch, dass man irgendeinen Nerv erwischt hat, dass er eine verringerte Bewegung hat, ist eine Rule as Cool sozusagen. Die verwende ich bei mir in den Spielen, wenn ich leid, ist bis jetzt gut angekommen und werde ich auch beibehalten. Es ist dann natürlich so, dass viele andere Spielleiter auch ihre eigenen Regeln haben und deswegen gehört die Rule of Cool meines Erachtens auch zu D&D, weil jeder Spielleiter, jeder Spieler, jeder Dungeon Master, jeder Geschichtenerzähler sein eigenes Universum schafft und in seinem eigenen Universum gelten seine eigenen Regeln, die das eigene Universum von ihm perfekt machen. Auch sehe ich einen Vorteil von der Rule of Cool darin, dass es, wenn man schon erfahren ist und wenn man improvisieren kann, dass es den Spielfluss extrem beschleunigen kann. Es ist nicht so wie bei RAI oder RAW, dass man dann nachschlagen muss und nochmal nachlesen. Natürlich passiert das in jeder Runde, dass man mal nachschlagen muss, wenn man eine Regel jetzt nicht ad hoc im Kopf hat. Und das kann natürlich den Spielfluss unter anderem bremsen. Kann man dann auch so machen, dass man es aufschreibt. Es löst nach einer Möglichkeit für die ganze Session so und dann im Nachhinein für die nächste Session es so löst, wie es eigentlich vorgesehen wäre. Worauf sollte man aber achten, dass man, wenn man, je nachdem wie man die Regeln an seinem Tisch umsetzt, dass man konsequent dabei bleibt, dass nicht jedes Mal nach jeder Session oder in jeder Session sogar schon hin und her geschoben wird, wie man etwas macht, wie etwas auszulegen ist, wie etwas gehandhabt wird, sondern dass man plain dabei dann bleibt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde. Und natürlich für die Rule of Cool, man sollte das nicht übermäßig anwenden. Man kennt es in Filmen, wo man einen Film schaut und sich dann denkt, wieso überlebt er das schon wieder? Wieso hat er das jetzt geschafft? Wieso explodiert das Auto, wenn man einen Michael Bay Film schaut? Also, dass alles geopfert wird an Logik und Realismus, damit man einen guten Spielfluss hat und schöne Momente für die ganze Gruppe. Das sollte man natürlich nicht machen. Da sollte man das Sprichwort sich zu Herzen nehmen, in der Kürze liegt die Würze, dass man nur wenige Rule of Cool Momente einstreut, dass die nicht überhand nehmen, weil die sonst auch Spiele
zerstören können, ist tatsächlich schon mal vorgekommen in Gruppen, wo ich dabei war, dass ein Rule of Cool-Moment komplett das System ausgehebelt hat und die Story vor allem. Bei den RAI und RAW muss man auch darauf aufpassen, im Gegenzug zur Rule of Cool, dass dieses außer Acht lassen von anderen Möglichkeiten auch nicht dazu führt, dass das Spiel dann schnell zum Hack and Slay oder sonstigem verkommt, dass es wirklich nur stoisches Würfeln ist bei jeder möglichen Situation. Also man macht eine Tür auf Würfel. Du machst das und das, Würfel ein W20. Oh, du stürzt ab und machst Saving Throw. Oh, du machst das, Würfel. Und das bringt dem Spielfluss auch nichts und wird den Spielern auf Dauer keinen Spaß machen. Das heißt, man sollte wirklich eine ausgewogene Mischung haben aus allen drei Elementen. Das war es eigentlich schon wieder von mir und ich hoffe, ich konnte euch das alles etwas klarer darlegen und meine persönlichen Eindrücke davon schildern oder meine persönlichen Bezüge dazu darstellen. Und mögen die Würfel in Zukunft weiterhin glücklich für euch fallen und ich hoffe, wir sehen uns bald beim neuen Video wieder.